Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Oh Gott. Entschuldigung. Bei The Witcher 3. Da hinten steht Yennefer und wir sind mal wieder Ciri auf der Spur. Dann werden wir mal mit Yennefer reden. Mal gucken, was wir so rausfinden. Grüß dich, Yen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Sie steht da jetzt ja auch seit ungefähr 3 Wochen. Ja, hättest du dir mal was Wärmeres anziehen sollen. Nee, ich hatte noch zu tun. Ich musste noch etwas erledigen. Etwas, zehntausende Sicher Sachen. Etwas, das keinen Aufschub duldete. Einen Neckarvertrag vielleicht? Nee, Königgrün. So ähnlich. Können wir gehen? Mhm. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindersfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Lofoten, ne? Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Recht hat sie. Panne. Und noch nicht was, ganz wenn trocken Falken hinter den die Ohren doch da liegen sie. Wenn er uns nicht und ich, verlassen hat. Lebendig sondern, und gesund. Hör auf! Ich möchte nicht über vielleicht ihn reden. Vielleicht stand es in den Sternen. Er war unser Blutsbruder. Wir sind auf demselben Langschiff gesegelt, saßen Ruder an Ruder, haben die Schwarzen gemeinsam überfallen. Okay. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Oh, Jen. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Sprich weiter. Sprich weiter. Ich rannte nach draußen, um Hilfe zu holen, um Leif zu holen. So viele Tote. Jule, Ingvar, Klein Necki. Wohin sind die Reiter verschwunden? Sie sind zum Meer. Durch die Klamm. Auf Pferden aus Knochen. Knochen und Eis. Und... Schluss jetzt! Komm zur Sache! Sofort! Alter, die ist ja unhöflich. Wir suchen eine junge Frau. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri... Hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Feigling? Wovon rede ich hier? Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Oh, oh. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Hm? Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen.
Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Morgwag, was ist das? Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Hm, die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich glaube auch. Ich kann euch von Morgwag befreien. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Okay. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Okay. Dann muss das reichen. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Oh, komm. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Sehr gut. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Hexe. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Da müssen wir ja, glaube ich, erstmal... Da ist... Das Anschlagbrett... Also machen wir erstmal die Vermisst-Quest weiter. Und die andere mit dem Morgwag. Obwohl, er kämpft ja gegen den Morgwag. Haben wir da jetzt eine Quest bekommen? Sprich mit Tola über den Fluch. Der ist da. Dann müssen wir uns da rechts halten. Und gehen wir erstmal mit Tola über den Fluch reden. Dann können wir den gleich zerstören. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Hey, Geralt, komm zurück. Auch wenn der Feigling tot ist, wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht, aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Hey, wo willst du denn? Sie geht zu dem Garten. Wartet sie hier? Na, dann machen wir doch erstmal die Vermisstenquest. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas von Ciri rausfinden. Huh? Nee. Hier links. So. Freyas Garten. Einen Bissen. Nur einen haben. Oh. Ein Stückchen. Einen Krümel.
essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, und wer ist er? Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Okay. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ja. Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Ich hatte Einwände erwartet. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Yen, sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. So, können wir irgendwas gucken? Blutspuren. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Ist hier irgendwo Blutspuren? Was jetzt, du Stückchen? So, hier ist kein Blut, ne? Ist kein Blut. Gucken wir mal hier weiter, ob wir hier Blut finden. Husi, Feigling? Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Können wir hier hoch? Ja. Hier ist echt nur... Der führt hier runter und dann kommt keine Blutspur mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Doch nochmal hier gucken. Ob hier der Feigling ist. Ja, hier liegt was. Monsterspuren. Es ist gerannt, hat etwas verfolgt. Okay. Hier dran, vorbei. Ja, das ist ja das da hinten. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Da. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Ich verstehe das nicht. Okay.
Komme ich da jetzt irgendwie runter, oder? Auf der anderen Seite. Oder? Ja, ich glaube wohl. Da ist eine Hütte. Sieht ja sehr geil aus. Oh. Guck mal einer an. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Ein Symbol von Freya. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Was ist das? Ist ein Arm dran? Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Sicher, warum nicht? Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prahlst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Okay. Boah, stark. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Ja. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? Keine Ahnung.
Oh, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Okay. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Ja, sehen wir mal. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Morwak füttern? Belohnen, hat gesagt, er muss. Sagtest belohnen. Du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein. Wenn du mir hilfst. Ja, gut. Machen wir. Füttern wir ihn mal. Was ist das? Verwesendes Fleisch. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Okay. Okay. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Funktioniert nicht. So, dann müssen wir ihn erledigen. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Okay, der wird wiederkehren. Das wissen wir ja jetzt. So, dann haben wir hier verwesendes Fleisch und so ein paar lustige Sachen noch aufgenommen. So, dann können wir zurück zu Yen. Oder beziehungsweise wir müssen noch den... Wir müssen ja noch den Typen finden. Hier sind Spuren. Er sagt da nichts zu. Das Blut des Feiglings. Okay. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Muss ich da jetzt runterspringen? Oh weia. Ich glaube, wir müssen da runterspringen. Ich speichere jetzt mal. Und in der nächsten Folge seht ihr, ob unten im Brunnen der Feigling ist oder nicht. In diesem Sinne, main bleiben und so weiter und so fort. Haut rein. Bis dann. Tschüss.